1a und 1b, Beratung des Antrags der Fraktionen der CDU, CSU, SPD, FDP, Bündnis 90 Die Grünen mit dem Titel Ein deutsch-französisches Parlamentsabkommen für eine verstärkte parlamentarische Zusammenarbeit sowie Beratung der Unterrichtung durch den Präsidenten des Deutschen Bundestags über einen Entwurf des deutsch-französischen Parlamentsabkommens. Über den Antrag werden wir später namentlich abstimmen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auf der Ehrentribüne hat der Präsident der Nationalversammlung der Republik Armenien, seine Exzellenz Herr Ararat Mirzoyan, mit seiner Delegation Platz genommen. Im Namen aller Kolleginnen und Kollegen des Deutschen Bundestags begrüße ich Sie sehr herzlich. Wir haben gestern schon intensive Gespräche geführt. Ich wünsche Ihnen für Ihren Aufenthalt bei uns sowie für Ihr weiteres parlamentarisches Wirken und für unsere Zusammenarbeit alles Gute. Es begleiten Sie unsere besten Wünsche. Ebenfalls begrüße ich auf der Ehrentribüne herzlich im Namen des ganzen Hauses die Abgeordnete der Assemblée Nationale, Monsieur Christophe Aron, der gemeinsam mit der Abgeordneten Madame Sabine Tillay und dem Kollegen Andreas Jung die deutsch-französische Arbeitsgruppe zum Élysée-Vertrag geleitet hat, und Monsieur Antoine Hert, der Mitglied der Arbeitsgruppe war. Ich freue mich sehr, dass Sie unserer Aussprache beiwohnen, und ich bedanke mich bei dieser Gelegenheit bei allen Mitgliedern der Arbeitsgruppe für die Vorlage des Entwurfs eines deutsch-französischen Parlamentsabkommens. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache 60 Minuten vorgesehen. Ich höre keinen Widerspruch, dann ist es so beschlossen. Ich öffne die Aussprache und erteile das Wort dem Kollegen Andreas Jung, CDU-CSU. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kollegen Christophe Aron und Antoine Hert, ich freue mich, dass wir heute diese Debatte miteinander führen können und dass wir heute entscheiden können als Deutscher Bundestag über dieses Parlamentsabkommen. 56 Jahre nach Konrad Adenauer und Charles de Gaulle, 56 Jahre nach dem Élysée-Vertrag, der den Grundstein gelegt hat für die deutsch-französische Freundschaft, heben wir mit diesem Parlamentsabkommen unsere Partnerschaft auf eine neue Stufe. Der Élysée-Vertrag ist genauso wie der erneuerte Aachener Vertrag ein Regierungsvertrag. Und dieser Vertrag, diese Verträge sind ein Glücksfall. Sie haben uns Frieden, sie haben uns Freundschaft, sie haben uns Aussöhnung und Austausch gebracht. Im Kern ist unsere Partnerschaft aber die Freundschaft unserer beiden Völker. Wir sind die Volksvertretung, und deshalb ist nur konsequent, dass wir mit dem Parlamentsabkommen jetzt diese starke parlamentarische Basis schaffen, die parlamentarische Antwort geben auf den Élysée-Vertrag. Ich finde das ein Grund zur Freude. Es ist insbesondere aber auch ein Auftrag, weil ja die Regierungen mit dem Aachener Vertrag und wir jetzt mit dem Parlamentsabkommen deutlich machen, deutsch-französische Freundschaft ist eben nicht etwas fürs Geschichtsbuch. Das ist etwas, was sich aus der Geschichte als Glücksfall ergeben hat, dass wir immer wieder uns neu erarbeiten müssen und dass wir weiterentwickeln müssen. Und heute geht es darum, gemeinsam mit Frankreich als Partner in Europa Antworten zu geben auf die Herausforderungen, die sich heute stellen. In der Außen- und Sicherheitspolitik, bei der Frage des Wettbewerbs um Zukunftstechnologien, aber auch um Wertvorstellungen. Und da ist unsere Überzeugung, dass wir Europa stärken müssen, dass wir in diesen großen Fragen die europäische Handlungsfähigkeit stärken müssen, dass wir gemeinsam stärker sind wie jeder für sich. Und dafür wollen wir als Deutsche und Franzosen einen Beitrag leisten. Deshalb ist unsere Botschaft heute auch an alle unsere Partner: Wir wollen uns als Deutsche und Franzosen eben gerade nicht einigeln, sondern wir wollen gemeinsam Impulse geben mit Offenheit für alle unsere Partner, um gemeinsam Europa weiterzubringen. Das Herzstück dieses deutsch-französischen Abkommens mit der Assemblée
ist die Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung. Eine Versammlung bestehend aus 50 Mitgliedern des Deutschen Bundestages und 50 Mitgliedern der Assemblée, die gemeinsam beraten, die gemeinsam diskutieren, die gemeinsam Impulse geben, die gemeinsam so eine Zusammenarbeit beschreiben werden, wie es vermutlich nicht zwischen irgendwelchen anderen Parlamenten irgendwo gibt. Das, finde ich, ist eine Besonderheit. Und diese neue Einrichtung, finde ich, die muss dann aber auch den Erwartungen gerecht werden. Und diese Erwartung von uns formuliert ist ganz konkret, es muss einen Mehrwert geben für die Menschen in unseren Ländern. Es muss einen Mehrwert geben für Europa. Das war unser Anspruch auf den Aachener Vertrag, und genauso kraftvoll werden wir uns jetzt in die Umsetzung einbringen. Es muss einen Mehrwert geben für die Bürger, die sich in Städtepartnerschaften engagieren, und deshalb muss der Bürgerfonds Gestalt annehmen, der im Vertrag drin ist, der bürgernah und unbürokratisch umgesetzt werden muss und den Menschen, die sich um Verständigung bemühen, zugutekommen muss. Es waren gerade unsere Impulse, die dazu geführt haben, dass wir ein starkes Kapitel für die Grenzregionen haben, weil wir feststellen, auch 56 Jahre nach dem Élysée-Vertrag haben wir allzu oft noch Hürden, die Zusammenarbeit, die gemeinsamen Projekten entgegenstehen. Wir haben Infrastruktur, die noch ausgebaut werden muss. Ich nenne als Beispiel die Eisenbahnverbindung zwischen Freiburg und Colmar. Das alles müssen wir angehen. Und wir haben gesagt, der Weg über Paris, über Berlin, über Landeshauptstädte, der ist oft weit und beschwerlich. Deshalb brauchen die Grenzregionen mehr Zuständigkeiten, mehr Kompetenzen, mehr Spielräume. Die müssen ihnen aber die Parlamente geben. Und deshalb sind wir in besonderer Weise gefordert. Und schließlich werden wir in einzelnen politischen Bereichen gemeinsam Impulse geben müssen. Wir haben verabredet, dass spiegelbildlich zu dem Rat der Regierungen für Sicherheit und Verteidigung auch einen Ausschuss dieser Versammlung geben soll. Wir haben die Deutsch-Französische Brigade, haben dort die Zusammenarbeit, wir haben aber unterschiedliche Traditionen. In Frankreich entscheidet der Präsident, bei uns das Parlament über Einsätze. Das wird beides so bleiben. Wir müssen aber Wege finden, wie wir gemeinsam zu guten Ergebnissen kommen. Das ist Anspruch dieser Versammlung. Ich freue mich auf die Beratungen. Herzlichen Dank, möchte ich zuletzt sagen, den Präsidenten, unserem Bundestagspräsident Dr. Schäuble, der von Anbeginn dieses Vorhaben, diese Initiative kraftvoll unterstützt hat, den Präsidien beider Häuser, den Mitgliedern der Arbeitsgruppen für die konstruktiven Beratungen, die immer in freundschaftlichem, konstruktivem Geist stattgefunden haben. Herzlichen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Norbert Kleinwächter, AfD. Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, chers amis. Man findet kaum einen Vertrag, der nicht von der Unehrlichkeit der Herrscher zeugt. Das schrieb schon Luc de Clapier, Marquis de Vauvenargues, Mitte des 18. Jahrhunderts. Daher sollte man durchaus vorsichtig sein, wenn Regierungschefs Verträge schließen, wie Angela Merkel und Emmanuel Macron dies letztens in Aachen taten. Es handelt sich um einen Vertrag, der nicht deutschen und eigentlich auch nicht französischen Interessen dient, sondern vielmehr den etwas kruden Vorstellungen Emmanuel Macrons von einer zentralisierten EU, die Deutschland und Frankreich nach seinen Vorstellungen voranzutreiben haben. Macron fordert aberwitzige Parallel- und Konkurrenzstrukturen in der EU, der NATO, der Eurozone und nun auf deutsch-französischer Ebene. Dass er damit die europäischen Länder mehr spaltet als eint, fällt ihm und unserer Kanzlerin offenbar gar nicht mehr auf. Merkel und Macron opfern die hervorragende deutsch-französische Freundschaft für diese Utopien, denen die meisten Deutschen und Franzosen nur sehr wenig abgewinnen können. Sie verändern sie grundlos zu einer Pflicht- und Schicksalsgemeinschaft zugunsten falscher Ziele, was Deutschland und Frankreich nicht vereinen, sondern auseinandertreiben kann und wird. Brautglocken sind der Freundschaft Sterbeglocken, wusste Paul Johann Ludwig von Heise. Und wir sind in der Pflicht, uns das Ja-Wort gründlich zu überlegen. Es ist auch ein Risiko für die Zukunft der deutsch-französischen Freundschaft. Meine sehr verehrten Damen und Herren, chers collègues, die Aussöhnung zwischen Deutschland und Frankreich nach dem Zweiten Weltkrieg war das Beste, was beiden Ländern in den letzten Jahrzehnten widerfahren ist.
Die deutsch-französische Freundschaft ist ein unschätzbarer Wert, den wir nie gefährden sollten. Unsere Partnerschaft ist ein Motor für europäische Zusammenarbeit und Frieden. Den vielen Menschen, die das ermöglicht haben, den Politikern und Führungskräften einerseits, vor allem aber den vielen Menschen, die durch ihr Tun die deutsch-französische Freundschaft leben, Lehrern, Gasteltern, Freiwilligen, Ehrenamtlichen, gelten unser aufrichtiger Dank und unsere größte Anerkennung. Wir stehen nun aber vor einer Zäsur in dieser deutsch-französischen Beziehung. Ihre Spielregeln sollen völlig verändert werden. Je vous aime, rief Macron den Deutschen am Volkstrauertag von diesem Pult aus zu. Er will die ungezwungene deutsch-französische Freundschaft zu einer Art Heirat und dauerhafter Bindung mit fragwürdigem Ehevertrag umgestalten. Dieser enthält umfangreiche Verpflichtungen, die auch uns Abgeordnete einschränken können. Die Vorteile aber sind begrenzt. Mit all seinen Waffen verteidigen will unser Freier uns im Ernstfall nicht, wie er kurz danach sagte. Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich das Herz zum Herzen findet. Der Wahn ist kurz, die Reu ist lang. Die Jamaika-Koalition, die genauso wenig zur Realität werden sollte, wie Macrons Utopien jemals Gestalt annehmen werden, bestand im Januar letzten Jahres darauf, dass Deutschland und Frankreich nicht nur einen bizarren Ehevertrag, sondern dass auch der Bundestag, unser Parlament, Gleiches mit der Assemblée Nationale tun soll. Das Parlamentsabkommen, das wir heute diskutieren, ist mit erheblichen Kosten und Verpflichtungen verbunden. Einmal alle 4 Jahre müssen sich beide Parlamente in einer gemeinsamen Versammlung treffen. Mindestens 2-mal im Jahr tagt eine kleinere parlamentarische Versammlung. Sie soll die deutsch-französischen Ministerräte begleiten, eine gemeinsame europäische Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik gestalten und die Konvergenz, also die Angleichung des deutschen und des französischen Rechts, anstreben. Sie soll ferner dem Bundestag und der Assemblée gemeinsame Entschließungen vorlegen. Und der Bundestag verpflichtet sich zu einer Harmonisierung des Rechts mit Frankreich, zur Verabschiedung von Rechtsvorschriften, die es ermöglichen, von nationalen rechtlichen Regelungen abzuweichen, zu gemeinsamen Ausschusssitzungen, Berichterstattergesprächen, Dienstreisen. Wollen wir das? Will das der Bürger, den wir hier zu vertreten haben? Findet er es gut, dass wir Millionen Euro für diese Zusammenarbeit ausgeben werden, während er in Mülleimern nach Pfandflaschen sucht? Ich sagte es in der deutsch-französischen Arbeitsgruppe bereits und ich sage es gerne noch einmal. Es ist gut und richtig, dass sich Bundestag und Assemblée von Zeit zu Zeit besuchen und die Ausschüsse sich gegenseitig austauschen. Aber es ist falsch, wenn eine parlamentarische Versammlung und nicht die Parlamente selbst deutsch-französische Politik begleiten, sondern Diskussionen nach oben auslagern. Es ist falsch, eine europäische Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu betreiben und sie durch dieses Abkommen auch noch festzuschreiben. Es ist falsch, zu versuchen, eine Einheit des deutschen und französischen Rechtsraums herzustellen, obwohl beide sich rechtsgeschichtlich erheblich unterscheiden. Lasst jedem Land sein Rechtssystem und seine Traditionen. Achtung nur ist der Freundschaft unfehlbares Band, bemerkte Schiller einst. Und gänzlich falsch ist es, die Abweichung von Rechtsnormen als Ziel des Deutschen Bundestags und der Assemblée Nationale festzulegen. Meine Damen und Herren, das Chaos in der deutschen und EU-Politik rührt doch gerade daher, dass von Normen ständig abgewichen wird, im Euro-Desaster, von den Maastricht-Kriterien, in der Massenimmigration, vom Völkerrecht, bei der Verfolgung von schwerer Kriminalität, vom Strafrecht. Ständig gibt es Abweichungen zulasten der Bürger. Ein Mehr davon zu fordern und damit die Rechtseinheitlichkeit in Deutschland für alle Bürger aufzulösen, ist genau das Gegenteil dessen, was wir brauchen. Und wenn die SPD hofft, dass die Beschlüsse der Parlamentarischen Versammlung einmal bindend werden könnten, was sie aber glücklicherweise nicht sind, dann wird mir Angst, um das demokratische Recht der Bürger zu wählen und über die Wahlentscheidung auch gut informiert zu sein. Nicht die Gewerkschaften, nicht die sogenannte Zivilgesellschaft, nicht irgendein Verein oder eine Partei kann das deutsche Volk vertreten. Allein der Deutsche Bundestag hat diesen Anspruch. Nur er kann es tun, weil nur er regelmäßig in demokratischer und freier Wahl bestimmt wird. Dazu muss er aber auch frei sein und keine Bedürfnisse erfüllen müssen. Deswegen kommt uns, insbesondere in Bezug auf sein Regelwerk und seine Unabhängigkeit, auch besondere Verantwortung zu. Diese dürfen wir nicht für ein Abkommen der vermeintlichen Liebe kompromittieren. Atlantisch bleiben, europäischer werden. Auch dafür ist eine engere Zusammenarbeit zwischen beiden Parlamenten unverzichtbar, nennen die Antragsteller Union, SPD, FDP und Grüne als Hauptgrund ihres Beschlusswunsches. Geschichts- und Kulturvergessener könnte man die ersten Sätze eines Antrags kaum formulieren.
Deutschland und Frankreich haben die Geschichte, auch die Kulturgeschichte und Philosophie Europas maßgeblich geprägt und ganz sicher keinen Bedarf, europäischer zu werden, als sie es schon immer waren. Sapere aude mag man Ihnen da nur noch mit Immanuel Kant zurufen und Sie einladen, durch die Lektüre seiner Zeitgenossen Jean-Jacques Rousseau, Johann Christoph Gottsched, Gotthold Ephraim Lessing oder Voltaire an den Erkenntnissen der Aufklärung zu partizipieren. En mariage, un sort heureux et rarantage, et c'est plus douffeux, sur un long esclavage, sagte letztere übrigens in La Princesse de Navarre einem Wahrsager in den Mund. Du mariage, craignez les nœuds, ils font trop dangereux. Eine weitere weise Warnung vor einer überstürzten Eheschließung. Meine Damen und Herren, es müssen nicht alle heiraten, die einmal zusammen gähnen, bemerkte Ovid. Nur weil in der Europäischen Union alles kriselt und es mit der Integration nicht so recht vorangehen mag, weil sie eben auch nicht funktioniert, brauchen wir keine grundlegende Veränderung der deutsch-französischen Partnerschaft. Das hier vorgeschlagene Parlamentsabkommen baut auf den Aachener Vertrag auf und stärkt nicht die Freundschaft, sondern letztlich nur die falschen Ideen eines Herrn Macron. Wir sollten als Parlamente einen höheren Anspruch an uns selbst haben. Lassen Sie mich mit einem Gedicht von Wilhelm Busch schließen. Sie hat nichts und du desgleichen. Dennoch wollt ihr, wie ich sehe, zu dem Bund der heiligen Ehe euch bereits die Hände reichen. Kinder, seid ihr denn bei Sinnen? Überlegt euch das Kapitel. Ohne die gehörigen Mittel soll man keinen Krieg beginnen. Vive l'amitié. Dr. Nils Schmidt, SPD, ist der nächste Redner. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, da mögen Sie noch so viele Zitate einstreuen, Herr Kleinwächter. Selten haben wir zu deutsch-französischen Beziehungen eine so kleingeistige und von Kleinmut gehaltene Rede gehört wie die von Ihnen. Ich will einmal festhalten, dieses Parlamentsabkommen ist einmalig in seiner Art. Und es ist gut so, dass diese Schicksalgemeinschaft, da brauchen wir gar nicht in irgendwelchen Heiratsfantasien uns ergehen, dass diese europäische Schicksalgemeinschaft zwischen Deutschland und Frankreich jetzt auch durch eine enge parlamentarische Zusammenarbeit begleitet wird. In Ergänzung zu diesem neuen deutsch-französischen Vertrag der Regierungen, dem Aachener Vertrag. Und ich will ausdrücklich würdigen die wohlwollende Begleitung in der Vorbereitung durch die beiden Parlamentspräsidenten, Herr Schäuble und Herr Ferrand bzw. Herr de Rugy. Ich will ausdrücklich würdigen die gute und Dank sagen für die gute Zusammenarbeit in der Arbeitsgruppe der beiden Parlamente zur Vorbereitung dieses Parlamentsabkommens. Und ich will ausdrücklich sagen, dass dieses Parlamentsabkommen und auch der deutsch-französische Vertrag auch deshalb möglich geworden ist, weil wir in Frankreich bei Regierung und im Parlament auf Partner gestoßen sind, die bereit waren zu diesem Schritt einer engen Verzahnung, so wie wir auch bereit waren. Und wenn ich mir das sehr lobenswerte Kapitel zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im neuen deutsch-französischen Vertrag anschaue, das maßgeblich auch auf Initiative der Parlamentarier zurückgeht, dann ist diese Zusammenarbeit auch in regulatorischer Hinsicht ja nur deshalb möglich, weil wir von der französischen Seite eine Bereitschaft haben, im Sinne von Dezentralisierung, auch asymmetrischer Dezentralisierung, eigene Rechtsetzung im Grenzgebiet vorzunehmen zu bestimmten Anlässen. Nur deshalb konnten wir dieses Kapitel so verabschieden. Und ich will auch als zweites Beispiel für die Einwirkung und segensreiche Mitwirkung der Parlamentarier in der deutsch-französischen Zusammenarbeit auf die neue Einrichtung des Bürgerfonds hinweisen, wo wir hoffen, dass er bald mit Geld gefüllt wird, um konkrete Projekte der Zusammenarbeit auch jenseits der eingefahrenen Städtepartnerschaften und Schulpartnerschaften zu unterstützen. All das zeigt an, die parlamentarische Unterstützung für die deutsch-französische Freundschaft ist unverzichtbar und wertvoll. Und deshalb wird die neu einzusetzende Parlamentarische Versammlung als einen Schwerpunkt die Begleitung der Umsetzung des Aachener Vertrags selbstverständlich haben. Und das andere ist die Konvergenz in der Rechtsetzung, insbesondere bei der Umsetzung von EU-Recht. Und auch das halte ich für richtig. Wir haben schon Vorarbeiten zu einem gemeinsamen Unternehmenssteuerrecht. Und was immer auch die Rechtstraditionen sein mögen,
bei einem europäischen Binnenmarkt, wo Deutschland und Frankreich sehr enge Partner sind, ist es doch nur sinnvoll, darüber nachzudenken, wie wir gemeinsame gerechte Unternehmensbesteuerung als Kern einer europaweiten Harmonisierung zwischen Deutschland und Frankreich auf den Weg bringen können. Und entscheidend für die Zusammenarbeit wird sein, das ist auch meine Bitte, mein Appell an alle Kolleginnen und Kollegen, dass wir aus der gesamten Breite des Parlaments über alle Fachausschüsse und Fachpolitiker hinweg diese Arbeit der Parlamentarischen Versammlung unterstützen. Es geht nicht nur um die 50 und die Stellvertreter, die drin sind in der Parlamentarischen Versammlung. Es geht um jeden Ausschuss. Es geht um jede Arbeitsgruppe. Wir haben ja schon eine Reihe von Initiativen, ich weiß es vom Verteidigungsausschuss, ich weiß es von anderen Ausschüssen, die sich schon jetzt regelmäßig treffen. Das muss weitergehen, das muss ausgedehnt werden auf immer weitere Ausschüsse, denn die Parlamentarische Versammlung kann bei ihren zwei Treffen im Jahr ja gar nicht die ganze Breite der Zusammenarbeit in den Fachpolitiken abdecken. Das muss aus dem gesamten Parlament heraus geleistet werden. Und wenn ich an Umweltschutz, Verbraucherschutz auf der einen Seite denke, an gesundheitspolitische Fragen, auch an steuerrechtliche Fragen, aber auch an die klassischen Felder der außenpolitischen Zusammenarbeit, da haben wir eine Menge Stoff, wo wir den Austausch auch gerade aufgrund unterschiedlicher parlamentarischer Traditionen verstärken können. Und ich bitte Sie, dass Sie aus den Fachausschüssen auch die Empfehlungen, die ja die Parlamentarische Versammlung an die beiden Parlamente geben soll, vorbereiten, damit wir möglichst viel Stoff für diese deutsch-französische gemeinsame Zusammenarbeit der Parlamente haben. In diesem Sinne wünsche ich ein gutes Gelingen und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit in dieser wichtigen Frage. Nächste Rednerin ist die Kollegin Nicola Beer, FDP. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Letztes Jahr feierten wir gemeinsam in diesem Haus mit den Kolleginnen und Kollegen der französischen Nationalversammlung 55 Jahre Élysée-Vertrag. Wir verabschiedeten gleichzeitig eine Resolution, welche die historischen Leistungen von Charles de Gaulle und Konrad Adenauer würdigte. Nur 18 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, nach einem Jahrhundert von kriegerischen Auseinandersetzungen, einen Freundschaftsvertrag zu schließen. Und dieser Freundschaftsvertrag, er war ein Meilenstein, der das Fundament für eine enge bilaterale Zusammenarbeit legte und den Weg für weitere Schritte der europäischen Integration bereitete. Aber unsere Resolution, sie bestand nicht nur aus schönen Worten, es ging uns um konkrete Vorschläge zur Vertiefung der deutsch-französischen Zusammenarbeit, und zwar durch zwei Initiativen. Zum einen die Erneuerung des Élysée-Vertrags und damit auch das Aufgreifen einer Initiative von Präsident Emmanuel Macron aus 2017, auf die es leider keine konkrete Aktion der Bundesregierung gab, und zum anderen um die Verabschiedung eines zusätzlichen, eines neuen deutsch-französischen Parlamentsabkommens. Damit sind wir Vorreiter für eine neue Ebene interparlamentarischer Zusammenarbeit geworden, Herr Kleinwächter, und genau das war auch gewollt. Schade daher, dass der Aachener Vertrag die Parlamente und auch ihre besondere Rolle nur am Rande erwähnt. Das passt aber meines Erachtens zu der Ignoranz, mit der die Bundesregierung den Bundestag zwang, den lang geplanten Termin zur Unterzeichnung des Parlamentsabkommens zu verschieben, um kurzfristig selbst einen Festakt in Aachen abzuhalten. Wie es anders geht, hat der Deutsche Bundestag mit der interfraktionellen Initiative für unser deutsch-französisches Parlamentsabkommen meines Erachtens gezeigt. Und ich finde es besonders gut, dass es jetzt die Volksvertretungen beider Länder sind, die ganz konkrete Projekte voranbringen wollen. Projekte, um Europa für die Bürgerinnen und Bürger erlebbarer zu machen. Projekte, um die europäische Integration zum Nutzen der Menschen voranzutreiben. Und auch Projekte, um wieder anzustecken mit der europäischen Leidenschaft und sehr gerne auch in der Sprache des Nachbarns. Umso wichtiger, dass wir gemeinsam diese Verstärkung unseres Engagements nicht als etwas Exklusives, als etwas andere Ausgrenzendes verstehen und praktizieren, sondern ganz bewusst von dieser Basis ausgehend auf andere zugehen, um den Gedanken dieser Art von Zusammenarbeit weiterzutragen. Und ich denke da gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Lage in der Europäischen Union zuvörderst an die Wiederbelebung des Weimarer Dreiecks.
Ich glaube, dass gerade Deutschland den Eindruck vermeiden muss, nur mit bestimmten Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten oder gar deutsche Alleingänge aneinander zu reihen, so wie wir das in den letzten Jahren von der Bundesregierung leider von Migration bis Nord Stream gesehen haben. Umso mehr begrüßen wir das heutige Parlamentsabkommen. Es ist wahrhaftig ein einzigartiges Format, direkt miteinander und nicht übereinander zu reden, direkt miteinander an der europäischen Sache zu arbeiten. Den Anfang macht die Konstituierung der deutsch-französischen Versammlung nächsten Montag, und das sollte nicht der letzte Schritt gewesen sein. Und letztendlich unterstützen wir mit dieser Initiative auch den europäischen Reformanstoß von Emmanuel Macron. Denn selbst wenn wir nicht in allen Punkten, die er vorschlägt, mit ihm übereinstimmen, so braucht er dringend Partner für die notwendige Reform der Europäischen Union. Und ich finde es gut, dass das auch eine entsprechende Unterstützung erfährt, denn von der Bundesregierung wartet er schon sehr lange auf eine Antwort. Herzlichen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Fabio De Masi, Die Linke. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, cher Kolleg, also laut amtlichem Handbuch des Bundestages ist Herr Kleinwächter ja ledig. Nach Ihren Ausführungen zum Eheleben, muss ich sagen, überrascht mich das irgendwie nicht. Meine Fraktion befürwortet selbstverständlich eine engere deutsch-französische Zusammenarbeit. Wir meinen aber, Europa über Rüstung einen zu wollen, so wie es im Aachener Vertrag angelehnt ist, darüber, dass man Waffenexporte nach Saudi-Arabien erleichtert, das wird nicht gelingen. Die Linke ist überzeugt, der Brexit zeigt es ja, dass der Zusammenhalt in der EU schwindet. Und wir sind auch überzeugt, wer den europäischen Zusammenhalt sichern will, der muss eben etwas für den sozialen Zusammenhalt in der EU tun. Selbst Präsident Macron, der in Frankreich bisher als der Präsident der Reichen galt, hat unter dem Druck von Protesten immerhin angefangen, über soziale Reformen in der EU zu reden. Beispiel Mindestlöhne. Gemeint ist nicht ein einheitlicher Mindestlohn zwischen Bulgarien und Schweden, der wäre für Bulgarien zu hoch und für Schweden zu niedrig. Gemeint ist, dass überall in Europa entsprechend 60% der nationalen Durchschnittslöhne, Mindestlöhne gelten sollten. Das wäre hier für Deutschland, lege das bei über 12 Euro, wie es die Linke fordert und was auch nötig ist, um zu verhindern, dass Menschen, die ihr ganzes Leben lang hinterm Bock gesessen und geschuftet haben, im Alter zum Amt müssen. Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer müsste als Saarländerin eigentlich Frankreich verstehen. Sie hatte für diese Vorschläge von Herrn Macron aber nur ein Nein übrig. Sie ist noch nicht Kanzlerin, aber sie ist bereits Madame Nord. Der außenpolitische Berater des großen Europäers Helmut Kohl, Horst Helschig, erinnerte kürzlich daran, dass Europa Krisen immer dann meisterte, wenn sich Deutschland, Frankreich und auch Russland wie beim Minsk-Abkommen zur Ukraine an einen Tisch setzen. Im Antrag der Großen Koalition steht, wir sollten transatlantisch bleiben und europäisch werden. Wir meinen aber auch, wenn die EU ihre eigenen Interessen ernst nimmt, muss sie sich vom Rockzipfel von Donald Trump lösen. Dazu gehört auch, wie es Herr Kubicki gestern gefordert hat, den US-Botschafter Richard Grenell eine Rückflugkarte in die USA zu spendieren, wenn er sich weiter daneben benimmt. Die deutsch-französische Zusammenarbeit wäre eine Chance, Europa aus der Depression zu führen. Meine Fraktion hat eine tiefere Zusammenarbeit zwischen Assemblée Nationale und Bundestag mit großer Sympathie begleitet. Aber die GroKo hat hierbei fast alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Erstens. Monatelang warteten wir auf den Aachener Vertrag der Regierung. Im Januar, die Kollegin Beer daran erinnert, wollten wir dieses Abkommen dann auf den Weg bringen. Aber weil Herr Macron und Frau Merkel dann doch fertig wurden mit ihrem Vertrag, hat man das kurzerhand abgesetzt, frei nach dem Motto von Ludwig XIV., l'état, c'est moi. Zweitens, der Aachener Vertrag, der durchaus auch sinnvolle Aspekte bei Kultur und Forschung enthält, setzt einen völlig falschen Schwerpunkt auf Aufrüstung. Wer meint, die EU sei in der Krise,
weil zu wenig Waffen oder Flugzeugträger produziert werden, weil der militärisch-industrielle Komplex in Europa noch nicht mächtig genug ist, der hat nichts verstanden, verehrte Damen und Herren. Die Kriege im Nahen und Mittleren Osten haben Terror, Staatenzerfall und Flucht begünstigt. Mehr Aufrüstung bedeutet eben nicht mehr, sondern weniger Sicherheit und Stabilität in Europa. Drittens, wir haben von einer geheimen Nebenabrede aus der Presse erfahren, wonach die Bundesregierung kein Veto bei gemeinsamen Rüstungsprojekten mit Frankreich einlegen wird, wenn diese Waffen zum Beispiel nach Saudi-Arabien an eine Diktatur, an Sponsoren des internationalen Terrorismus geliefert werden. Die Begründung ist geradezu zynisch. Europe United, ein gemeinsames Europa, erfordere, dass wir unsere nationalen Waffenexportrichtlinien aufweichen. Das, verehrte Damen und Herren, ist ein Missbrauch der europäischen Idee. Geht es um die Eurozone, um die schwarze Null oder eine Mindestlohnrichtlinie, da soll die EU immer Deutsch sprechen. Aber bei Rüstungsexportrichtlinien oder einer echten Finanztransaktionssteuer entdeckt die GroKo ihr Herz für Europa und angeblich ist nichts alleine durchsetzbar. Das nimmt ihn keiner ab. Viertens. Die Große Koalition will nun die sogenannte doppelte Mehrheit in der deutsch-französischen Versammlung in der Geschäftsordnung verankern, damit ja nichts gegen die Mehrheit in Frankreich von Herrn Macron oder die Mehrheit in diesem Haus von Frau Merkel entschieden werden kann. Dann könnten die Parlamente aber auch gleich getrennt beraten. Das ist doch absurd, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Deutschland und Frankreich könnten Hoffnung für Europa stiften mit stärkerer Zusammenarbeit bei grenzüberschreitenden Investitionen gegen Jugendarbeitslosigkeit oder Klimawandel, bei Strafsteuern auf Finanzflüsse in Steueroasen, auch solchen in der EU, bei Abrüstung oder einem Friedensdienst junger Deutscher und Franzosen, bei Forschung in künstliche Intelligenz und auch bei Bildung zur natürlichen Intelligenz, bei Kultur und deutsch-französischen Medien wie Arte. Das wäre im Geist von Egalité, Liberté und Fraternité. Ich fasse zusammen, die Linke hat sich bemüht, zwischen dem Aachener Vertrag und dem Parlamentsabkommen zu unterscheiden. Wir erkennen auch die redlichen Bemühungen von Herrn Jung an, für Ausgleich zu sorgen. Aber die ganze Hinterzimmerposse um dieses Parlamentsabkommen hat uns das verleidet. Sie überzeugt uns nicht. Deswegen wird meine Fraktion mehrheitlich dem Parlamentsabkommen nicht zustimmen. Die Linke fühlt sich der deutsch-französischen Freundschaft verpflichtet, aber nicht der Rüstungsindustrie und nicht den Regierungen in Berlin und Frankreich. Vielen Dank. Jetzt erteile ich das Wort der Kollegin Dr. Franziska Brandner, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ich habe mich auf den heutigen Tag echt gefreut, weil es ist ein guter Tag für die deutsch-französischen Beziehungen und wir leisten hier heute echt was ziemlich Großartiges gemeinsam. Und Herr De Masio, heute haben wir das Parlamentsabkommen. Wir werden noch über den Aachener Vertrag diskutieren und ratifizieren, aber über den stimmen wir ja heute nicht ab. Und Herr Jung, Sie haben gesagt, das ist die Antwort des Parlaments auf den Aachener Vertrag. Ich würde es ja andersrum definieren. Ohne uns als Parlamentarier hätte es gar keinen Aachener Vertrag gegeben. Das war ja unsere parlamentarische Initiative. Und nur blöderweise hat dann halt die Regierung gemeint, sie muss jetzt mal vorsputen und das machen. Aber ohne uns wäre da nichts gekommen. Und nachdem die Assemblée Nationale schon letzte Woche zugestimmt hat, können auch wir es heute verabschieden. Und ich möchte mich an der Stelle wirklich bedanken für die gute Zusammenarbeit mit den französischen Kollegen in unserer Arbeitsgruppe und auch Ihnen, Herr Schäuble, persönlich für Ihren Einsatz noch mal danken für dieses Parlamentsabkommen. Das Abkommen ist eine gute Grundlage für unsere zukünftige Arbeit, aber es ist eben auch nur ein Fundament. Und jetzt kommt es auf uns an, was wir daraus machen, ob wir schaffen, dass dort spannende, relevante, gute Debatten stattfinden oder ob es nur schöne Fotos gibt und man sich sagt, wie gerne man sich hat. Und unserer Meinung nach muss es da wirklich um die schwierigen Themen gehen, dass wir darüber diskutieren, wie geht es denn mit der Rüstung gemeinsam? Wie machen wir denn den Euro zusammen stabil? Wie schaffen wir Klimaschutz gemeinsam europäisch? Die harten Themen angehen, wo wir wissen, dass nicht alle einer Meinung sind und hoffentlich
hoffentlich gute Lösungen finden, die die Regierungen offensichtlich momentan nämlich nicht hinbekommen. Und mir war es deswegen auch wichtig, dass wir nicht jetzt unilateral übrigens ohne die Zustimmung und ohne Absprache mit den Franzosen schon ein Abstimmungsverfahren für diese Versammlung festgelegt hätten. Ja, höheren Affront hätten wir ja gegenüber der Assemblée Nationale gar nicht machen können. Und außerdem wäre dann ja auch diese Versammlung sinnentleert, wenn es nichts anderes wäre, als eine deutsche Position trifft auf eine französische. Dann hätten wir nämlich nur Regierungsverhandlungen gedoppelt. Und das kann nicht der Sinn dieser Versammlung sein. Wir müssen Neues schaffen. Und Herr Kleinwächter, alles wird hier nur rechtlich wirksam, wenn es dann durch den Bundestag gegangen ist und durch die Assemblée Nationale. Von daher, wenn Sie diese Versammlung nicht wollen, Sie müssen nicht mitkommen, wissen Sie, es wird Sie keiner vermissen. Und ich frage mich auch bis jetzt, was von Ihrer Rede Inhalt war und was darstellendes Spiel. Das haben Sie ja gut studiert. Und wir wollen, dass wir gemeinsame Wege gehen, dass wir keine nur Schlagworte machen, sondern wirklich Lösungen finden. Und dass wir aufhören, Vorurteile voranzubringen. Der eine will nur unser Geld, der andere will nur dominieren. Sondern dass wir wirklich zuhören, dass wir Möglichkeiten sehen, Sorgen und auch Wünsche ernst zu nehmen und gemeinsam darüber zu diskutieren. Dass wir gemeinsam überlegen, wie wir Europas Stimme in der Welt stärken und gemeinsam da aber auch kritisch diskutieren. Und wenn ich dazu was sagen darf, die Regierungen haben offensichtlich in ihrem Aachener Vertrag auch die Bedeutung unserer Versammlung noch nicht wirklich verstanden und verankert. Darin gibt es zum Beispiel eine Vorhabenliste, deutsch-französische Ministerräte, die entscheiden werden. Und was wir jetzt noch sicherstellen müssen, ist, dass wir dabei auch ein Wort mitzureden haben. Und das wird die Aufgabe sein, die parlamentarische Versammlung da zu verankern, damit klar ist, wir bringen die Ideen rein und die Regierungen können dann auch gerne umsetzen. Und wenn es um den Aachener Vertrag geht, dann haben wir ja gesehen, dass da europatechnisch nicht so wahnsinnig viel drin ist. Wir haben es gehört, es gibt dann noch Nebenabsprachen zu Rüstungsexporten. Und was ich daran eigentlich das Tragischste finde, ist, dass der Aachener Vertrag ja zum Ziel hatte, Europa voranzubringen. Aber wenn wir jetzt bilateral Absprachen machen zu Rüstungsexporten und den gemeinsamen europäischen Standpunkt zu Waffenexporten nicht als Maßstab machen, ja, dann machen wir keinen europäischen Fortschritt, sondern deutsch-französischen Rückschritt. Und das kann ja wohl nicht das Ziel von deutsch-französischer Kooperation sein. Und erlauben Sie mir noch einen Kommentar. Es ist ja wunderbar, wenn Ihre neue Parteivorsitzende von der CDU auf Herrn Macron reagiert. Aber in Ihrer ersten Antwort zu sagen, wir schaffen mal den Sitz in Straßburg ab, ja, das ist doch eine reine Provokation. Wenn man weiß, wie wichtig das für Franzosen ist und wenn man weiß, wie wichtig ist, dass Europa nicht nur zentralisiert alles in Brüssel hat. Ja, ich bin echt kein Fan von kompletter Zentralisierung, anscheinend Frau Kramp-Karrenbauer. Aber selbst wenn man der Auffassung ist, alles zentralisieren ist richtig, dann ist es vielleicht nicht das erste Willkommenswort an Herrn Macron, sondern muss man vielleicht mal etwas diplomatischer rangehen. Von daher, hören Sie auf, die deutsch-französischen Freundschaften zu gefährden. Lassen Sie uns es endlich voranbringen. Wir machen hier heute den ersten richtigen und wichtigen Schritt. Und wir werden lebendig diskutieren, Feuer in die Bude bringen, das Ganze voranbringen. Und dann bin ich auch optimistisch, dass die Zukunft noch viel Wunderbares für Europa bringt. Nächste Rednerin ist die Kollegin Ursula Groden-Granich, CDU-CSU. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, chers amis français. Wir haben jetzt schon sehr viel gehört über diese Zeit, aber ich möchte einfach etwas mal sagen, was mir unheimlich wichtig war in diesem Jahr und wo wir im Januar des vergangenen Jahres wahrscheinlich noch überhaupt nicht uns haben vorstellen können zu landen. Als wir unsere gemeinsame Arbeitsgruppe gebildet haben, wussten wir nicht so wirklich, wo wir stehen.
Wir hatten noch keine Regierung in der Bundesrepublik, und es war auch ein neues Zusammengehen mit einer Bewegung wie République en Marche, die keine klassische Partei ist. Und es ist in dem Jahr etwas gelungen, was wir uns so vielleicht gar nicht haben vorstellen können. Wir haben zumindest in großen Teilen derjenigen, die dort gearbeitet haben, versucht, die Fragen aus der Sicht des anderen zu sehen. Wir haben darum gerungen, zu verstehen, was meinen die Kolleginnen und Kollegen aus Frankreich, und dies partei- und grenzübergreifend. Ich glaube, das ist das ganz Besondere dieser deutsch-französischen Arbeitsgruppe. Es ist nämlich ein echter Mehrwert gewesen. Und ich möchte mich auch herzlich neben dem Dank an Herrn Dr. Schäuble und an alle unsere Kolleginnen und Kollegen, ich möchte auch ganz besonders die Verwaltungen dort mit einschließen. Es war nämlich nicht selbstverständlich, dass wir alles in dieser Zeit hinbekommen haben, auch in den unterschiedlichen Sprachregimen. Und deswegen freut es mich sehr, dass auch Herr Schlichting stellvertretend da ist. Vielen Dank Ihnen und Ihren Kollegen. Sie haben uns echt super geholfen und unterstützt. Und wir haben eines gemacht. Wir haben Gemeinsamkeiten benannt und wir haben Unterschiede nicht verschwiegen. Und ich glaube, das ist etwas, was uns auch die nächste Zeit auszeichnen wird. Wir bleiben unterschiedlich, aber wir rücken näher zusammen und wir versuchen, diese Unterschiede zu überwinden. Und manchmal wird es auch nicht gehen. Aber nochmal, Grundlage dafür ist ein gegenseitiges Vertrauen und Verständnis und nicht ein Grundmissvertrauen und Missverständnis. Wir wollen etwas gemeinsam erreichen und nicht etwas gemeinsam verhindern. Das zeichnet diesen Vertrag aus. Und es hilft ja nun alles nichts, wenn wir hier uns katholischer machen, als wir sind. Wir müssen rausgehen. Wir müssen den Menschen sagen, was uns wichtig ist. Wir müssen zeigen, was uns dieser Vertrag bedeutet. Und deswegen haben wir das auch schon gemeinsam gemacht. Meine Kollegin Frau Dr. Brandner mit ihrer Kollegin aus Frankreich, Christoph und ich waren schon gemeinsam unterwegs. Wir müssen grenzübergreifend und parteiübergreifend dafür werben, weil eben die deutsch-französische Freundschaft mehr ist, als nur einfache Landesgrenzen zu übertreten. Und deswegen müssen wir auch diejenigen stärken, die seit vielen Jahren schon für die deutsch-französische Freundschaft aktiv sind. Wir haben viele Partnerstädte in der Bundesrepublik und in Frankreich. Und diese Partnerschaftsvereine, diese Jumelage, müssen wir stärken. Und deswegen ist die Nachfrage nach dem Bürgerfonds so groß, den wir nicht nur mit Geld ausstatten müssen, sondern diesen Bürgerfonds müssen wir auch so unbürokratisch wie möglich gestalten, damit eben genau diese Vereinigungen, die wahrscheinlich gar nicht großes Geld brauchen, sondern kleines Geld in bestimmten Situationen, dass wir die schnell und unbürokratisch unterstützen können. Und ich glaube, da ist der Wille bei uns, die wir seit einem Jahr so eng zusammenarbeiten, schon gegeben. Wir möchten die grenzübergreifende Zusammenarbeit stärken. Und wir haben bei unserem Treffen in Straßburg gemerkt, dass grenzübergreifende Zusammenarbeit möglich ist. Wir sind von Straßburg nach Kehl mit dem Zug, mit der Tram gefahren, mit einem Ticket. Und das zeigt uns einfach, was es bedeutet, wenn wir wirklich zusammenarbeiten wollen. Ich komme aus Rheinland-Pfalz, ich komme aus Mainz, einer Stadt, die eine ganz wechselhafte Geschichte mit Frankreich hat. Aber wir haben eines geschafft. Wir haben über unglaublich lange Jahre eine intensive Freundschaft zu Dijon. Die Kinder haben es in der Schule gelernt. Und auch das ist ein Anspruch, den wir an uns haben. Wir wollen die Sprache des anderen sprechen. Wir wollen sie lernen. Darauf wollen wir arbeiten. Und ich freue mich sehr auf das, was jetzt begonnen ist. Vielen Dank. Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Michael Lenk, FDP. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, dem Dank schließe ich mich auch für meine Fraktion an. Das war eine spannende Arbeit. Ich durfte meine Fraktion vertreten in der Arbeitsgruppe. Dem Dank an Sie, Herr Präsident, an die beiden Präsidenten, den Dank an die französischen Kolleginnen und Kollegen, den Dank an unseren Vorsitzenden und an alle Kollegen in der Arbeitsgruppe und die Verwaltung, die Unvergleichliches geleistet hat. Den schließe ich mich ganz ausdrücklich im Namen meiner Fraktion an. Wir haben das interessanterweise, das sollte man vielleicht doch schon noch mal sagen,
Wir haben das ganz gut auf Deutsch und Französisch ohne Benutzung des Englischen hingekriegt. Die Regierungen müssen da noch ein bisschen lernen. Der Aachener Vertrag wurde auf Englisch verhandelt, dann rückübersetzt. Wir haben es gleich auf Deutsch und Französisch gemacht. Das war, glaube ich, ein bisschen moderner, ein bisschen zeitgemäßer. Und vor allem, es zeigt, was geht, wenn man will, und was geht, wenn man die Parlamente einbindet. Hätten Sie das doch nur mal als Regierung auch so gemacht beim Aachener Vertrag? Ich kann mich noch gut erinnern am Anfang. Man ist ja dann in Kontakten, mal informell, mal formell. Und dann hört man dies und man hört jenes. Ja, klar, es ist nicht so einfach zu verhandeln. Aber die Idee mit der Vorhabensliste, Projektliste, dass die heute so drin ist, wie sie drin ist, ehrlich gesagt, und das sollten wir selbstbewusst sagen, das gibt es, die gibt es, weil es die Parlamente gibt. Ansonsten wäre hier nur sehr viel Ankündigung. Also trauen Sie den Parlamenten mehr zu und machen Sie keine, machen wir, liebe Kolleginnen und Kollegen, machen wir nicht mit bei der Selbstverzwergung des Parlaments. Deshalb lassen Sie uns, wenn wir an die Begleitgesetzgebung, an die Umsetzung des Aachener Vertrags gehen, wir haben ja so schön diesen völkerrechtlichen Vertrag noch zu ratifizieren, lassen Sie uns ein Begleitgesetz machen, in dem wir reinschreiben, dass wir als Parlamente und die deutsch-französische Versammlung, um die geht es ja heute, die schaffen wir heute, dass sie eine Rolle hat bei der Bearbeitung und Weiterentwicklung der Projektliste. Das wäre wirklich stark, und dafür lassen Sie uns gemeinsam überfraktionell arbeiten. Noch einmal, wie gesagt, wir schaffen heute ein, ja, nicht Ergebnis, wir schaffen ein Instrument, ein Werkzeug. Was wir aus dem Werkzeug machen, was wir mit ihm herstellen, was wir mit ihm zwischen unseren Völkern gemeinsam schaffen, vor allem das Miteinanderreden und nicht das Übereinanderreden, das Rücken der Grenzregionen in die Mitte, das haben wir in der Hand. Überhaupt, das soll mein letzter Satz sein, da ich aus Baden-Württemberg komme und wie viele, die an der Grenze leben, seit vielen Jahrzehnten auf so etwas gewartet haben. Wir haben es selbst in der Hand, diese Grenzregion zwischen Deutschland und Frankreich, die das höchste ungehobene Potenzial hat an Wirtschaft, an Entwicklung, an menschlichen Fortschritten. Wir haben es selbst in der Hand, daraus noch viel mehr zu machen. Und hoffentlich nicht nur an der deutsch-französischen Grenze, sondern auch an anderen. Vielen Dank für meine Fraktion, an alle, die mitgewirkt haben. Wir freuen uns auf die Arbeit. Nächste Rednerin ist die Kollegin Katrin Budde, SPD. Herr Präsident, meine Damen und Herren, was ist das Besondere am deutsch-französischen Parlamentsabkommen? Wir hatten am Freitag letzter Woche eine Debatte hier, was unterscheidet die Ostdeutschen von den Westdeutschen oder wer ist Ostdeutscher, wer ist Ostdeutsche. Ein Beispiel dafür, wie unterschiedlich Sozialisierung ist, ist das Thema Völkerfreundschaft. Wenn man das betrachtet, Herr Kleinwächter, dann ist die Völkerfreundschaft, die im Osten zu den Bruderstaaten, Schwesterstaaten gab es nicht, soweit ging die Gleichstellung nicht, verordnet war, etwas gewesen, was vom Staat von oben herab gemacht worden ist. Auch das hat am Ende zu Freundschaften geführt, die bis zum Ende gehalten haben und bis heute also produktiv und aktiv sind. Aber die Herangehensweise, die war eine ganz andere. Und die deutsch-französische Freundschaft, das ist genau das Gegenteil. Die ist selbstbestimmt gewachsen. Die Zusammenarbeit, der Austausch, die Freundschaftsverträge zwischen Menschen, zwischen Regionen, Parlamenten und Staaten, das hat auch genau deshalb so großen Bestand und ist deshalb auch fit für die Zukunft und für das neue Europa. Und ich finde, dass die Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich auch etwas ganz Besonderes sind. Denn beide sind Stabilitätsanker in der EU. Uns verbinden unzählige Freundschaften, eine Zusammenarbeit auf allen Ebenen und mit dem heute vorliegenden deutsch-französischen Parlamentsabkommen auch eine Art der Zusammenarbeit, die ganz besonders ist. Sie ist besonders eng, besonders intensiv, besonders freundschaftlich, vertraut, aber auch besonders parlamentarisch. Im Abkommen werden die Ausschüsse der beiden Parlamente ausdrücklich ermutigt und aufgefordert, bei Fragen von gemeinsamem Interesse zusammenzuarbeiten. Neben dem Vertrag ausdrücklich genannten Feldern der Außenverteidigung und Sicherheitspolitik ist das ganz sicher die Kultur- und Medienpolitik. Ist es die Kultur an sich? Ist es der Bereich, der Innenpolitik und für Gesellschaft am wichtigsten ist?
Allein die Themen, die der Kulturausschuss des Deutschen Bundestages im letzten Jahr behandelt hat oder die jetzt in Kürze anstehen, zeigen das auch. Kultur im ländlichen Raum, Erinnerungskultur, Eintritt, freier Eintritt in Museen, Umgang mit der NS-Raubkunst, Umgang mit Kulturgütern im kolonialen Kontext, europäische Kulturpolitik, Urheberrecht. Das sind Themen und jedes Einzelne gibt nicht nur Anknüpfungspunkte, sie fordern geradezu dazu auf, umzusetzen, was im Vertrag formuliert ist. Gemeinsame Sitzungen, gemeinsame Anhörung, gemeinsame Berichterstattungen, Berichterstattergespräche, der Austausch und die Koordinierung zu aktuellen Gesetzesvorhaben der Europäischen Union, die Anwendung eines Frühwarnsystems, ich finde eine sehr kluge Idee im Übrigen, und der Versuch zumindest, inhaltsgleiche Umsetzung von europäischem in nationales Recht zu gestalten, gemeinsame Delegationsreisen. Und die Ausschussvorsitzenden werden ermutigt, in regelmäßigen Abstimmen Themen von gemeinsamem Interesse zu erörtern. Ich und ich glaube, der gesamte Kulturausschuss freut sich darauf, den Vertrag mit Leben zu erfüllen. Denn am Ende kommt darauf an, was wir daraus machen. Ich glaube, das ist eine super Vorlage, wie es sie in keinem anderen Freundschaftsverhältnis gibt, das so parlamentarisch auszugestalten. Und es kommt immer darauf an, was man daraus macht. Der Kontakt zum Vorsitzenden des Ausschusses für Kultur und Bildung und Medien in der französischen Nationalversammlung, Herrn Studer, ist jedenfalls gemacht. Und nehmen wir doch das auf, was gerade um uns herum passiert. Wir haben junge Leute, die sich interessieren, die auf die Straße gehen, international, die für ihre Zukunft eintreten, beim Thema Umwelt. Nicht nur in Deutschland, nicht nur in Frankreich, nicht nur in Europa, aber auch in Deutschland und Frankreich. Und versuchen wir doch vielleicht mal eine besondere Art, nämlich ein deutsch-französisches Jugendparlament. Auch das könnte eine besondere Art der Ausgestaltung des Parlamentsvertrages sein. Und ich glaube, das würde die jungen Menschen ermutigen, auch weiter Politik zu machen und das nicht bloß aufflammen zu lassen, sondern sie dafür zu interessieren. Wir brauchen sie in der Politik, wir brauchen sie in den Freundschaftsverträgen, wir brauchen sie in den Parteien, denn ansonsten wird unsere Demokratie jämmerlich scheitern. Und deshalb lasst sie uns mitnehmen. Nächster Redner ist der Kollege Matern von Marschall, CDU-CSU. Sehr geehrter Herr Präsident, herzlichen Dank. Wir werden also heute dieses deutsch-französische Parlamentsabkommen hier darüber abstimmen. Und wir werden in der nächsten Woche die innerhalb dieses Parlamentsabkommens ausgeführten Bestimmungen, nämlich zu einer Einsetzung einer parlamentarischen Versammlung, einer deutsch-französischen parlamentarischen Versammlung in Paris haben. In die nächste Woche fällt auch der Brexit. Vielleicht wird er noch ein wenig herausgezögert, aber möglicherweise. Also diese gleichzeitig auch beklemmende Datum in der kommenden Woche verbinden wir mit einem Bekenntnis zur vertieften deutsch-französischen Freundschaft. Diese deutsch-französische Freundschaft, die als Grundlage für eine Europäische Union, für Vereinigte Staaten von Europa, ja von Churchill mit diesem Begriff ins Feld geführt worden ist, in seiner berühmten Züricher Rede im Jahr 1946. Churchill hatte übrigens das Vereinigte Königreich nicht als Bestandteil dieses gemeinsamen Europas gesehen, denn er sagte, sie hätten ja ihren eigenen Commonwealth. Das will ich nur in Erinnerung rufen. Ja, ein bisschen etwas Persönliches. Meine Großmutter kam aus dem Elsass. Sie ist ganz in der Nähe meines badischen Heimatortes aufgewachsen. Sie hatte 5 Kinder. Eines davon ist meine Mutter. Ihr jüngster Sohn ist mit 18 Jahren im damaligen Pommern gefallen, mit 18 Jahren im Januar 1945. Ihr ältester Sohn, der älteste Bruder meiner Mutter, schwer verwundet aus dem Krieg zurückgekehrt. Ich denke, meine Großmutter, die schon lange verstorben ist, wäre dankbar und froh, sie würde diesen heutigen Tag und auch würde die nächste Woche erleben können. Sie ist eine Deutsche gewesen, sie ist eine Französin gewesen, sie ist Elsässerin gewesen, sie war eine Europäerin. Und daran möchte ich gewissermaßen auch mit Dankbarkeit zurückerinnern, weil 2 Schwestern meiner Mutter nach Frankreich geheiratet haben. Wir sind auf diesem Wege also auch gewissermaßen eine deutsch-französische, eine europäische Familie geworden. Das ist mir wichtig, mir selbst das in Erinnerung zu rufen. Ich glaube, der Austausch unserer beiden Parlamente wird dazu dienen, dass wir verstehen,
welche unterschiedlichen Kompetenzen und Funktionen diese Parlamente haben. Die sind sehr unterschiedlich. Er wird auch dazu beitragen, überhaupt die unterschiedlichen Perspektiven unserer beiden Länder besser zu verstehen. Er trägt zu einer besseren parlamentarischen und insofern auch demokratischen Legitimation unserer Kooperationen bei. Und ich bin ganz sicher, Herr Kollege Link, es wird gut sein, wenn wir diese Prioritätenliste, die ja zum Aachener Vertrag hinzugefügt worden ist, auch in die Gesetzgebung hineinbringen. Und wenn wir insofern als Parlamente auch diese Projekte maßgeblich mitgestalten, vorantreiben und zu ihrer Umsetzung beitragen, das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt. Es ist von Rechtsharmonisierung die Rede gewesen. Da will ich noch mal gerade ans Praktische kommen, denn dieser Vertrag soll ja genau praktisch die Umsetzung unseres Lebens in grenznahen Regionen auch erleichtern. Umsetzung von Richtlinien. Nehmen Sie zum Beispiel die Entsenderichtlinie. Die ist in der nationalen Umsetzung in Frankreich sehr aufgeladen mit bürokratischen Hürden, die etwa den Handwerksbetrieben aus Südbaden die Arbeit im Elsass erschweren. Hätten wir vorher als Parlamente zusammengesessen und uns verständigt, dass wir eine nationale Umsetzung finden, jeweils in jedem Land, die solche Hürden abbaut und die zum wechselseitigen Erleichterung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit beiträgt, dann wären wir da schon einen ganzen Schritt weiter. Also dieser praktische Aspekt, der kann auch in Zukunft und noch häufig begleiten. Zum Abschluss. Die Mobilität ist so wichtig. Auch wenn junge Leute aus Frankreich bei uns, und wir haben viele Arbeitsplätze im Handwerk zu bieten, kommen wollen. Deswegen brauchen wir die Bahnlinie von Colmar nach Freiburg, von Freiburg nach Colmar. Und da spreche ich auch das Bundesverkehrsministerium sehr ausdrücklich an. Das ist ein prioritärer Punkt im Vertrag. Und ich finde, er gehört deswegen auch ganz vorne, auch zeitlich ganz nach vorne in die Umsetzung. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Wir können heute mit dem TGV von Freiburg nach Paris fahren in 3 Stunden, aber wir können leider noch nicht von Freiburg nach Colmar fahren, weil diese Brücke im Krieg zerstört worden und noch nicht wieder aufgebaut worden ist. Also diese Bitte ans Bundesverkehrsministerium, das ist mir ganz wichtig. Ich glaube, liebe Kolleginnen und Kollegen, das, was wir hier machen können, das liegt in unseren Händen, in den Händen dieser beiden Parlamente. L'avenir est entre nos mains, chers amis. Und das, glaube ich, ist unser Bekenntnis. Die Zukunft liegt in unseren Händen. Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Christian Petri, SPD. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, chers collègues de l'Assemblée nationale, je veux me remercier beaucoup pour votre coopération amicale. Bienvenue à Berlin. Ich möchte mit meinem Dank fortfahren an die Kolleginnen und Kollegen der Arbeitsgruppe der Verwaltung und besonders an Sie, Herr Präsident, und Ihre beiden französischen Kollegen. Man sollte zur Wahrheitsfindung dazu sagen, den zeitlichen Druck, dass wir auch vorangekommen sind, Herr Präsident Dr. Schäuble, den haben Sie hergestellt, indem Sie uns die Vorgaben der konstituierenden Sitzung gemacht haben und gesagt haben, Leute, ihr müsst bis dahin fertig werden. Und das sind wir mit dem heutigen Tage. Und darauf können wir stolz sein, dass wir dies erreichen. Herzlichen Dank. Und man sollte es betonen, wir bauen auf Bestehendem auf. Wir bauen auf eine Vielzahl an Initiativen, Städtepartnerschaften, Zusammenarbeit, auch Gremien mit Ideen auf. Es sollte so sein und es wird so sein, dass das, was wir tun, dies stärken wird, dies fortschreiben wird und neue Impulse geben kann. Darauf können wir sehr stolz sein. Und, lieber Fabio, die Verkürzung des Aachener Vertrages oder Élysée-Vertrages 2.0 auf die Sicherheits- und Verteidigungspolitik ist zwar politisch legitim, aber falsch. Denn wir behandeln dort die internationale Entwicklungspolitik im Artikel 7, die deutsch-französische Exzellenzinstrumente bei der Forschung in Artikel 10, den Bürgerfonds in Artikel 12,
den Eurodistrikt, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Artikel 14, die deutsch-französische, der deutsch-französische Finanz- und Wirtschaftsrat in Artikel 20 und den Rat der Wirtschaftsexperten oder in Artikel 22 die Zukunftswerkstatt für die Gesellschaft und eben auch die Außen- und Sicherheitspolitik. Der Aachener Vertrag ist ein Gesamtwerk, das die Gesellschaft prägt und unsere beiden Nationen zur Zusammenarbeit auf diesen Gebieten verpflichtet, und das ist gut so. Und unsere Versammlung, die wir mit 100 Abgeordneten gründen werden, hat dies zu kontrollieren und zu begleiten und Berichtspflichten einzufordern, und das werden wir auch tun. Und wir haben das Initiativrecht, eines der größten. Wir dürfen uns weiter, wir haben ein Forum, Gedanken zu machen. Die Projektliste ist genannt worden. Da hat jeder was, was er einbringen kann. Ob das die Brücke in Colmar ist oder die TGW-Verbindung von Paris über Saarbrücken nach Frankfurt oder Dinge im Bildungsbereich, im Gewerbebereich, an den Hochschulen. Da werden wir sehr viele Initiativen zu diskutieren haben, wie wir mit unseren französischen Kollegen in Frankreich und in Deutschland entsprechend initiativ werden können. Und darauf freue ich mich, dass es möglich ist, in diesem neuen nationalen, in dieser neuen deutsch-französischen Versammlung mitarbeiten zu dürfen. Das wird eine spannende Zeit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, und darüber hinaus, es ist schon genannt worden, es freut mich, dass Katrin Butte hier als Vertretung dafür gesprochen hat, sind natürlich auch die Ausschüsse der beiden Versammlungen gefordert, ihre Arbeit zu intensivieren, abzustimmen. Das ist was Positives, denn man kann voneinander lernen und muss voneinander lernen. Und ein besseres Verständnis ist enorm wichtig. Ich habe am Montag in meinem Heimatort als Ortsvorsteher eine Dame gratuliert, die ist 104 Jahre alt geworden. Jahrgang 1915. Ich komme aus dem Saarland. Die hat ihre 6. Nationalität, ohne umzuziehen. Die freut sich, dass wir enger zusammenarbeiten. Das ist was Positives. Und das ist doch wichtig, meine Kolleginnen und Kollegen, dass wir in diesem Sinne damit wirklich einen Maßstab setzen können, der aus meiner Sicht auch für andere Vorbild sein kann, für andere Länder in Europa untereinander und ein Motor für Europa bilden kann. In diesem Sinne wünsche ich uns allen gutes Gelingen. Glück auf. Voraussichtlich letzter Redner in dieser Aussprache ist der Kollege Dr. Reinhard Brandl, CDU-CSU, für den ich aber genauso viel Aufmerksamkeit erbitte wie für alle anderen Redner. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, wenn am Montag in Paris die deutsch-französisch-parlamentarische Versammlung zum ersten Mal zusammentritt, dann schlagen wir ein neues Kapitel in der Geschichte der Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich auf. Und diese Geschichte ist jetzt mittlerweile 56 Jahre alt, und diese Geschichte ist reich an erfolgreichen Kooperationsprojekten, an Beispielen von guter freundschaftlicher Zusammenarbeit. Denken Sie an die ganzen Städtepartnerschaften, die Schulpartnerschaften, die Zusammenarbeit im Bereich der Wissenschaft, der Kultur, der Wirtschaft, die Jugendwerke bis hin zur vertieften Zusammenarbeit der Regierungen. Und meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch ich persönlich gehöre zu der Generation und zu den vielen tausenden Menschen, die davon haben profitieren können und deren Leben davon geprägt worden ist. Ich habe die Chance gehabt, 2 Jahre lang in Frankreich zu studieren, in Grenoble, und am Ende auch mit einem französischen Diplom abzuschließen. Und warum? Weil es entsprechende Hochschulabkommen zwischen Deutschland und Frankreich gab. Aber diese deutsch-französische Freundschaft ist etwas Besonderes, und sie ist auch deshalb so besonders, weil wir Deutsche und die Franzosen dennoch in vielen Bereichen auch unterschiedlich sind. Unsere Kultur, unsere Traditionen, unser Staatsverständnis, das hat sich alles unterschiedlich geschichtlich herausgebildet. Es stimmen nicht alle Klischees über Deutsche und nicht alle Klischees über Franzosen. Aber, meine Damen und Herren, ich könnte Ihnen stundenlang darüber erzählen, Anekdoten, was ein junger bayerischer Student an interkulturellen Erfahrungen in der französischen Provinz in den Alpen macht. Aber, meine Damen und Herren, bei aller Verschiedenheit
eint uns doch die Gewissheit in Deutschland und Frankreich, dass wir Europa nur gemeinsam voranbringen können und dass wir nur mit der Zusammenarbeit in einer globalisierten Welt bestehen können. Und das sage jetzt nicht nur ich als Abgeordneter oder meine Kolleginnen und Kollegen hier im Deutschen Bundestag. Ich glaube auch aus persönlicher Erfahrung heraus, dass das die Meinung des überwiegenden Teils der Bevölkerung in Deutschland und in Frankreich ist. Aber wenn wir als Abgeordnete diesen Anspruch ernst nehmen wollen, wenn wir auch die Zusammenarbeit zwischen unseren Parlamenten vertiefen wollen, dann reicht es nicht, dass wir ab und zu mal auf einen Empfang eine herausragende Rede zur Freundschaft halten, sondern wir brauchen echte Arbeitsbeziehungen und wir brauchen feste Ansprechpartner. Und das erreichen wir mit der deutsch-französischen Versammlung. Und es ist genau unser Ziel und unser Anspruch, dass dort darin nicht nur die üblichen Verdächtigen vertreten sind, die Freundschaftsgruppen aus Deutschland und aus Frankreich, sondern wir wollen bewusst in dieser Versammlung alle Ausschüsse abbilden. Es sollen die Umwelt-, die Gesundheits-, die Bildungspolitiker aus beiden Ländern sich kennenlernen, sich vernetzen, über Probleme und über Fragestellungen, die beide Länder betreffen, auch gemeinsam diskutieren und vielleicht zu einer gemeinsamen Position kommen. Das wird nicht immer gelingen. Und es wird auch kontrovers diskutiert werden in der Versammlung. Das ist auch gut so. Es gibt auch unterschiedliche nationale Interessen. Freundschaft bedeutet nicht Gleichklang. Aber, meine Damen und Herren, Freundschaft bedeutet das Wissen, das Verständnis und der Respekt vor der Position des jeweils anderen. Und genau in dem Sinne wollen wir auch die Freundschaft mit Frankreich, mit dieser Versammlung weiter fördern. Und wir sind dabei auf der einen Seite Vorreiter, aber auf der anderen Seite Nachzügler. Wir sind Vorreiter, weil zu keinem anderen Parlament auf der Welt haben wir eine solch enge Beziehung wie zur Assemblée Nationale. Und auch diese Form der vertieften Zusammenarbeit ist im internationalen Vergleich unüblich. Wir sind aber auch Nachzügler, weil in vielen anderen Bereichen außerhalb der Politik diese vertiefte Form der Zusammenarbeit, diese Arbeitsbeziehungen zu Deutschland und Frankreich bereits bestehen und sich bewährt haben. Und meine Damen und Herren, am Montag gehen wir mit dem Deutschen Bundestag, mit der Assemblée Nationale den nächsten Schritt. Wir folgen den guten Beispielen außerhalb der Politik. Wir schlagen ein neues Kapitel auf. Wie die Geschichte, die dann darin geschrieben wird, verlaufen wird, ist offen. Ich bin gespannt darauf, wie wir dieses Gremium auch nutzen, wenn die feierlichen Reden der Präsidenten am Montag verklungen sind, wie es im politischen Alltag ankommen wird. Aber meine Damen und Herren, ich freue mich drauf und ich bin davon überzeugt, dass es sich lohnt, an der 56-jährigen Geschichte der Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich weiterzuschreiben. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Damit schließe ich die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der Fraktionen der CDU-CSU, SPD, FDP und Bündnis 90 Die Grünen auf der Drucksache 8540 mit dem Titel Ein deutsch-französisches Parlamentsabkommen für eine verstärkte parlamentarische Zusammenarbeit. Mir liegen zur Abstimmung mehrere Erklärungen nach § 31 der Geschäftsordnung vor. Wir stimmen über den Antrag auf Verlangen der Fraktion der AfD namentlich ab. Ich bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, die vorgesehenen Plätze einzunehmen.
Darf ich fragen, ob die Plätze an den Urnen besetzt sind? Das ist offensichtlich der Fall. Dann eröffne ich die Abstimmung über den Antrag der Fraktionen der CDU, CSU, SPD, FDP und Bündnis 90 Die Grünen. Darf ich fragen, ob noch ein Mitglied im Haus anwesend ist, das seine Stimme noch nicht abgeben konnte, obwohl er wollte oder sie? Haben jetzt alle Kolleginnen und Kollegen abstimmen können? Dann schließe ich die Abstimmung und bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, mit der Auszählung zu beginnen. Wir werden das Ergebnis der Abstimmung später bekannt geben. Und ich würde jetzt gerne die Beratung fortsetzen und bitte Sie, so falls Sie überraschenderweise und bedauerlicherweise nicht an den weiteren Beratungen teilnehmen wollen, den Saal für diejenigen, die jetzt hereinströmen, rasch freizumachen. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 2.